demontiert werden. Mama, du siehst nicht den Hauptstück. Martina, du siehst es im Fernsehen gut, aber du kannst auch hinlaufen. Oder zum Moped, wir sind noch viel weiter. Was machen Sie da? Ach ja, du kannst ja den Sitzdach. Wir möchten Sie, Bischof Markus, im Namen von uns, Mara, Ruben, Nina, Emily, Livia, Tobias, Mattia, Noah, Maurice, Joa, Livio, Timo, Annik, Norina, Sina, Amelie, Anna, Marielle. In Teufen herzlich willkommen heißen. Danke. Heute ist ein besonderer Tag in unserem Leben, weil wir uns für das Sakrament der Firmung frei entschieden haben. Wir wurden als Babys getauft und heute bekennen wir uns bewusst zum christlichen Glauben.
In unserem Leben soll Platz sein für Glaube, Hoffnung und Liebe. Es ist uns deshalb eine große Ehre, dass Sie gekommen sind, um mit uns das Sakrament der Firmung zu spenden. Wunderbar. Ich weiß, wenn ihr noch etwas kommt. Danke vielmals für die freundliche und auch kreative Begrüßung. Ist ganz wichtig, wie ihr es gemacht habt. Jedes von euch hat einen speziellen Namen. Und wenn es Millionen von Menschen hat, die gleich heissen wie ihr, euch gibt es nur einmal. Darüber werden wir heute noch hören. Wir feiern euer Leben heute feiern. Und wir freuen uns ganz fest, dass so viele gekommen sind von euren Familien, von euren Gästen und jetzt mit uns den Gottesdienst teilen. Der Gottesdienst öffnet uns immer auch nach oben. Es ist ein wunderbares Bild, das da ist. Die beiden Hände, die wie eine Schale offen sind. Und da fällt Licht rein. Woher das Licht kommt, wissen wir nicht. Aber es macht hell. Und wenn wir heute feiern, ist der Geist, den wir nicht sehen können, wo er genau herkommt, aber wo in eurem Herz eine Kraft ist und hell macht und antreibt und stärkt. Und so können wir den Gottesdienst anfangen. Ihr habt auch gesagt, ihr seid zur Taufe gebracht worden, habe ich schon gehört. Wenn wir anfangen in dem Zeichen, wo wir getauft worden sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Anfangen uns zu lieben.
für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt werd, hört auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben, wir sollten anfangen Mensch zu sein. Wir entscheiden uns für die Liebe und für die Menschlichkeit. Wir entscheiden uns somit auch für eine christliche Wertehaltung. Denn Jesus hat uns aufgetragen, Gott, unseren Vater, zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unseren Gedanken. Außerdem findet Jesus genauso wichtig, unsere Nächsten zu lieben. Und uns selber zu lieben. Liebe ist eine universelle Sprache, die keine Grenzen kennt. Sie verbindet Menschen, überwindet Vorurteile und schafft Vertrauen. Liebe ist die Sprache vom Heiligen Geist. Und weil wir diese Sprache lernen wollen, lassen wir uns firmen. Wir wollen uns von der Kraft vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn die Liebe im Zentrum von unserem Handeln steht, können wir eine Welt schaffen, in der jeder seinen Platz hat. Denn du sagst zu jedem von uns ganz persönlich und unwiderruflich in jeder Lebenssituation. Du bist geliebt, das heisst für mich und jeden von uns. Ich werde geliebt. Und das gilt es. Thank you.
Worte haben eine große Kraft. Sie können uns aufbauen und stark machen. Aber manchmal machen sie uns auch fertig, traurig und schwach. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir sind in deine Hände gezeichnet, im Leben und im Tod, in Zeiten der Liebe und in Zeiten der Angst. Darauf vertrauen wir. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir brauchen einander. Keiner lebt für sich allein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott, wir danken dir, dass du Liebe bist. Wir danken dir, dass du jede Hartherzigkeit aufweichst. Wir danken dir, dass du alles Krumme in unserem Leben zurechtbügst und auf den guten Weg bringst, dass du ein Barmherziger, ein Gütiger, ein Liebender bist, der uns begleitet. Dafür sind wir dir dankbar. Amen. Ich sing für dich und ich schrei für dich. Ich brenne und ich schnei für dich. Und ich vergesse mich und erinnere mich. Und das nur für dich, für immer und dich, für immer und dich. Ich lach für dich und ich wein für dich. Ich regne und ich schein für dich. Und ich versetz die ganze Welt für dich. Und das nur für dich, für immer und dich, für immer und dich. Und ich sag für dich, für immer und dich. Es ist egal, wie du mich nennst. Es ist egal, wo du heute bist. Ich hab so oft für dich gelogen. Und ich bieg den Regenbogen für dich. Das ist alles für dich, für immer und dich. Und ich sag für dich, für immer und dich. Es ist egal, wie du mich nennst, es ist egal, wo du heute bist. Wir haben schon so viele Gedanken gehört jetzt, in den Liedern, in den Texten, in euren Zeugnissen und Bekenntnissen. Und jetzt wollen wir
kurz innehalten und all das vor Gott eintragen. Und zum Gebet stehen wir einen Moment auf. Du Gott des Lebens, du hast in jede und jeden von uns einzigartige Gaben und Begabungen gelegt. Hilf uns, sie zu entdecken und sie für uns und zum Wohl anderer zu nutzen. Oft sind wir unsicher in unseren Entscheidungen und wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Lass uns immer über die Verbindung zu dir spüren, welcher Weg für uns der richtige ist. Bei der Firmung wird jede und jeder Einzelne hineingenommen in deine Zusage: Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Lass uns immer darauf vertrauen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Hoffnung für alle. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie zügelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen vor ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. So, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen viele von ihnen aus allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa, und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder alle Mitter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und aus der Provinz Asia, aus Pygrien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrien in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hörte diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes Taten reden. Erstaunt und ratlos fragt einer den anderen: Was soll das bedeuten? Einige aber spotteten: Die haben doch nur zu viel getrunken. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Eins, zwei, drei, vier. Schenkst du Ruhe aus den Hitze?
Jesus, das Evangelium, und möchte dazu bitte aufstehen. Der Herr Jesus Christus sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt dürft ihr wieder absitzen. Liebe Firmkandidatinnen und Firmkandidaten, liebe Patinnen und Paten, liebe ältere Geschwister, Familien, liebe Gäste, liebe Festgemeinde, ein einzigartiger Tag in eurer ganzen Biografie ist heute. Heute ist euer Pfingstfest. Wir haben zwar Pfingsten schon gefeiert, vor zwei Wochen, aber heute ist euer ganz persönliches Pfingstfest und es ereignet sich etwas ganz Grossartiges. Das, was sich damals in Jerusalem ereignet hat, ist heute für euch da. Das heisst, es wird in euch im Herz etwas anzündet, wo ihr dürft spüren ein Leben lang und wo ihr euch erhalten bleibt. Es ist schön, wenn wir ein Licht in uns haben, wo wir wissen, es soll nicht verlöschen, wenn wir auch unseres dazu beitragen. Ich freue mich darum, dass ihr gesagt habt, ich will auf den Weg gehen. Ihr seid eingeladen worden. Ihr habt gesagt, wir sind freiwillig gegangen. Vielleicht habt ihr schon einen Schub gebraucht. Also wenn ich etwas Grosses haben müssen machen im Leben und entscheiden, habe ich immer Menschen gebraucht, die mich auch ein bisschen geschupft haben. Und die gesagt haben, wir haben Freude, wenn du das machst. Wir mutet dir dazu. Es ist super, wir begleiten dich. Oder ich habe Menschen gebraucht, die den Weg auch gegangen sind und die mich fasziniert haben. Und vielleicht war es bei euch auch so gewesen, im Ungewissen, was da auf euch zukommt, auf dem Firmenweg, wo ihr da Zeit einsetzt und nicht wisst, wie ihr das einplanet,
noch in euren anderen Geschäftigkeiten, die ihr habt, ist vielleicht eine grosse Hilfe, wenn ihr gewusst habt, der Kollege oder die Kollegin geht auch. Dann gehen wir miteinander. Und dann gehen wir miteinander und wenn es halt nicht geht, steigen wir wieder aus. In der Freiheit spielen wir unser Leben. Wir können uns immer wieder entscheiden. Und heute sind wir da. Und dafür möchte ich euch einfach Danke sagen, dass ihr durchgehalten habt. Und ich bin überzeugt, ihr seid heute anders da, auch wenn ihr euch vorher kennt habt, als wo ihr das erste Mal zusammengekommen seid. Da, wo ihr miteinander erfahren habt, die frohen Stunden, die lustigen Stunden, die glatten Stunden, aber auch die ernsten Stunden, wo ihr nachdenkt habt über Fragen von eurem Leben, wo man sonst vielleicht nicht, wo man gern in sich wälzt, aber nicht so gern darüber redet oder nicht so weiss, wie man darüber redet, da ist das sicher ein grosses Geschenk, wenn man austauschen können. Ihr habt über Gott und die Welt miteinander geredet und das Wichtigste ist, dass ihr geredet habt, was ist denn eigentlich mein Leben wert? Was ist denn der tiefere Sinn von meinem Leben? Wo soll denn das hingehen mit meinem Leben? Und das ist etwas, wo wir uns gegenseitig immer austauschen müssen und stützen müssen, auch aufmuntern, wenn wir auf dem Weg sind, wenn wir einmal ratlos wären. Und so ist heute auch der Tag, wo ihr ganz einen grossen Ratgeber in euer Herz bekommt, wo nämlich von Jesus, von Gott selber kommt. Wir haben gehört von Jesus. Jesus hat gesagt, ich habe den Geist Gottes in mir. Und dass wir über Gott überhaupt reden können, ist eigentlich sein Geschenk. Dass Gott selber auf uns zugekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Das grosse Geheimnis Gottes können wir nie einfangen und nie ausdrücken mit unserem kleinen Menschengeist. Aber Jesus hat gesagt, ich bin ein Mensch, der ganz von dem Geist Gottes, von der Liebe Gottes durchdrungen ist. Und wenn ihr über Gott etwas wissen wollt, dann dürft ihr auf mich schauen, dürft ihr auf mich hören und dürft ihr euch an mir orientieren, an diesen Worten, die nicht einfach damals in die Zeit gesprochen worden ist, sondern wo er immer neu in unsere Gemeinschaft, in unser Leben spricht. Wir können heute niemals aufholen und aufrollen, was wir erlebt haben miteinander. Aber denkt darüber immer wieder nachdenken und erzählt davon. Eure Eltern, eure Familien sind interessiert, was ihr gemacht habt in den Zeiten, wo ihr miteinander unterwegs sind. Und wenn heute das nicht alles hier aufleben kann, dann ist es bei euch und ihr tragt es mit euch. Das ist ein grosser Schatz, ein grosses Geschenk. Heute möchte ich euch nur noch zwei Worte in euer Herz reinschreiben. Nicht in ein Herz reinmeißeln. Ihr habt ja kein Herz, sondern ein Herz, das lieben kann, das fühlen kann, das Emotionen hat. Nicht ein Herz aus Stein, das sich verhärtet hat und hart wird gegenüber den anderen Menschen. Ihr habt am Anfang schon gesungen von der Liebe und dass die Liebe die Welt und das Leben verwandelt. Und der Jesus, den wir vorher aus seinem Wort gehört haben, hat gesagt, das ungeheure Geheimnis Gottes dürfen wir wie ein grosses Du ansprechen. Und das Du sei für uns wie ein guter, ein einzigartiger Vater, wie eine liebende Mutter. Und er hat die Beziehung zu ihm in der ganzen Tiefe und er nimmt auch uns in diese Beziehung rein und schenkt uns den Geist. Das ist ein grosses Geheimnis vom Leben. Das Leben selber ist ein Geheimnis. Und heute feiern wir das Geheimnis vom Leben in jedem von euch als Geschenk in die Welt. Einzigartig. Nur einmal in der ganzen Menschheitsgeschichte kommst du und du mit deinem Namen kommst du vor. Das ist etwas Grossartiges. Darüber sollen wir immer wieder staunen. Und heute möchte ich euch ganz fest das Wort als ein Wort, das mit euch geht, sagen, ich bin einzigartig. Das ist eine grosse Botschaft. Ich bin einzigartig. Das Wort möchte ich einschreiben
in euer Herz. Ich bin einzigartig, aber, dann kommt meistens noch ein aber ich bin nicht mehr wert als der andere. Wir wissen, wir haben verschiedene Gaben. Ich könnte nicht die Instrumente spielen, wo da unsere Künstlerinnen und Künstler da spielen oder so singen und so auftreten und so. Jedes hat seine eigenen Gaben und mit den Gaben, die wir haben, die sollen wir entfalten. Aber wenn ich Gaben habe, die andere auch ein bisschen beneiden, bin ich wegen dem nicht mehr wert. Stellt euch vor, Menschheit würde sich auf einen Schlag verändern, wenn jeder der andere würde so achten mit seinen Gaben, dass er gleich viel wert ist wie ich selber. Das wäre ein wunderbares Spiel und das ist ein Spiel Gottes mit uns Menschen. Zu dem möchte er uns hinführen. Und darum ist das ganz ein wichtiges Wort, dass uns bewusst wird, ich bin einzigartig, ich soll Freude haben an mir, an meinem Leben, ich soll Vertrauen haben in mir, ich soll das Vertrauen auch entfalten, aber ich bin nicht mehr wert als der andere. Das ist einmal das erste Wort. Und dann kommt das zweite Wort. Und das zweite Wort habe ich zweimal gebetet im Gebet, wo wir dazu aufgestanden sind. Ich weiß nicht, ob es noch jemand weiss. Ich habe nicht gestackelt dort, sondern ich habe es bewusst zweimal gesagt. Wir leben von einer Verheißung, wo Menschen erfahren haben, es ist eine Verheißung da, es ist ein Versprechen da in meinem Leben. Und das Versprechen heisst von Gott her, ich bin immer für dich da. Ich bin immer für dich da. Ist das nicht wunderbar, wenn sich das erfüllt hat? Und Jesus hat uns das wirklich fest eingeprägt, dass Gott immer für uns da ist. Und wie hat er uns das jetzt am tiefsten können auch begreiflich machen, dass das eben trägt? Ich könnte euch jetzt fragen, Jesus läuft nicht da rein jetzt und der da vorne redet so schön von Jesus. Gott können wir nicht sehen und der da schwärmt von dem Gott da vorne. Ja, was ist denn da los? Ja, soll mal jeder aufheben, wo Gott schon mal begegnet ist, so liebhaft. Einfach so begegnet. Wer ist es? Niemand. Und gleich sind wir da. Aber ich würde so halb mindestens aufheben. Ich würde glauben, ich bin ihm schon begegnet. Und zwar nicht einfach als schöner Gedanke oder ein Gefühl irgendwo in meinem Herz, sondern greifbar, sichtbar, mit meinem Sinn, mit meinem Empfinden, mit meinem innersten Herz habe ich ihm schon die Türe begegnet. Und zwar wo? Wer hat als erstes zu euch gesagt, ich bin immer für dich da? Wer? Wo wir geboren sind. Die Mami, der Papa und so weiter, das sind doch die gewesen, die ihr so als einzigartiges Werk vom Schöpfer in die Welt reingegeben worden sind. Unfertig, unfähig zum eigenständigen Leben. Und da ist jemand da gewesen, der euch aufgefangen hat und gesagt hat, wir sind immer für dich da. Du bist unser Geschenk. Wir haben Freude an dir. Du bist einzigartig. Und wir können dich begleiten. Und wir nehmen alles auf uns, damit du einen Erwachsenen, einen eigenständigen Mensch kannst werden, der deine Fähigkeiten entfalten kann und wo in der Welt auch etwas Grosses wirken. Ja, Mama, Papa. Und was hat Jesus gesagt, wenn wir Gott nicht sehen und uns nicht vorstellen können? Aber er sei ein, wo man in der Beziehung haben soll, wo sogar Beziehung Liebe heisst, wo man soll gerne haben. Ihr habt das selber ausgedrückt so am Anfang. Und der hat gesagt, ich bin auch immer für dich da. Und Jesus hat gesagt, wenn ich bete, sage ich ihm, Mama, Papa. Die Beziehung, wo ihr jetzt auch immer mehr auserwachsen aus der Familie, die Beziehung bleibt gleich, eure Eltern bleiben gleich für euch da und begleitet euch, wenn auch an der langen Leine und in euren eigenen Entscheidungen, die sie respektiert. Aber über eurem Leben bleibt immer das Wort von dem, was euch das Leben geschenkt hat. Auch ich bin immer für dich da. Auch ich begleite dich immer. Und das ist etwas Wunderbares.
Und das feiern wir heute. Dass euch da ganz tief eingeprägt wird in euer Herz. Du bist einzigartig und ich bin immer für dich da, sagt Gott. So wie Mama und Papa, das am Anfang zu euch gesagt haben und das auch eingelöst haben bis jetzt. Und stell dir euch vor, wenn ich euch heute bei der Firma in dem schlichten Zeichen da die Hand auflege, dann darf ich euch sagen, ihr sollt die gleiche Erfahrung können machen, wie Jesus gemacht hat. Er möchte euch Mut machen. Er möchte euch zeigen, ich bin für dich da. Aber in dieser Hand ist es auch wie ein Brennpunkt von all den Händen, die bis heute euch gut gewesen sind, euch geliebt haben, euch zärtlich gewesen sind, euch begleitet haben, euch einmal einen Schub haben müssen geben und vielleicht einmal gesagt, also jetzt gehst du zu weit und komm ein bisschen zurück und so weiter. All das, was sich um euch gesorgt hat, ist heute in dieser schlichten Hand da, wie in einem Brennpunkt. Danke vielmals, liebe Menschen, die an diesen jungen Menschen die Hand gewesen sind. Und danke vielmals, dass ihr in dieser Hand Gott begegnet sind. Denn Gott schafft durch Menschen und möchte erfahrbar werden durch Menschen, die mit uns sind, die uns gut sind oder durch uns, die etwas von dem auch weiterschenken und ausstrahlen. Das ist das Geheimnis von dieser Feier. Und dann kommen da wie ein Siegel mit dem Chrysam auf eure Stirn einprägt über, ihr gehört zu dem Jesus, zu Christus, auf den ihr getauft sind und wo euch möchte das grosse Vorbild, der grosse Begleiter sein im Leben, wo ihr dürft vertrauen, dass er euch immer in die Beziehung reinführt, wo es heisst, Gott, du bist für mich da, in jeder Stunde, du bist meine Hoffnung, sogar über den Weg von dieser Welt aus. Es ist ein wunderbares Geschenk, das soll heute gefeiert werden. Da dürft ihr euch darüber freuen. Und ich möchte euch auch Danke sagen nochmal, dass ihr lebendig also euch in die Kirche eingeht und die Gemeinschaft miteinander auch lebt und durch da auch in euer Leben in die Welt rein etwas von dem Geist weiterschenkt mit der Entfaltung von euren Begabungen und euren Fähigkeiten, die jedem von euch persönlich geschenkt sind. Amen. Jetzt möchte ich die Firmandinnen und Firmanden bitten aufzustehen, nur ein nochmal. Dann sehen wir, wer gefirmt wird. Ihr seid miteinander auf den Weg gegangen und der Weg hat einen Anfang. Der Anfang von dem Weg ist bei eurer Taufe. Da haben eure Eltern, eure Götter und Gott entschieden, dass ihr sollt auch in die Beziehung zu Jesus und zu Gott reinwachsen, wie Jesus in uns offenbart hat. Ihr habt den Weg hinter euch und habt euch selber entschieden, wir möchten jetzt immer tiefer auch in den Glauben reinwachsen. Und wir sind in einer grossen Gemeinschaft von Glauben. Denn der Glaube ist eine Erfahrung, die Menschen durch Hunderte von Jahren gemacht haben. Und das hat sich auch in Worten ausgedrückt, wo aber das Geheimnis nie können ich ausloten. Aber es ist damit ein Glaubensbekenntnis formuliert worden, wo alle Christen miteinander verbindet. Und da möge uns immer wieder Orientierung sein, dass Gott ein Geheimnis ist, wo Vater, Sohn und Geist ist, wo Jesus uns offenbart und reinführt und wo sein Geist mein Leben persönlich möchte erfüllen.
Wir sollen auch wissen, in der Welt gibt es auch das Negative, das Böse, dem immer wieder absagen. Und darum bitte ich euch jetzt einmal vor allen zu bekennen, dass ihr dem Bösen absagt und wollt im Glauben reifen und im Glauben auch mit der Gabe vom Geist Gottes euch entfalten. Und so frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube von der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Ich möchte auch Götti und Gott danken, dass ihr das Amt annehmt. Es ist ein Zeichen von grossem Vertrauen von den jungen Menschen in euch. Und es ist aber auch heute ein Zeichen, wenn ihr da steht und der Firmandin die Hand auflegt, dass man einfach als Menschen immer auch Menschen braucht, die uns begleiten. Und durch die Begleitung von Menschen auch die göttliche Begleitung darf erfahren werden. Ein Mensch, der geliebt wird, darf glauben, vertrauen. Ein Mensch, der nicht geliebt wird, hat ganz Mühe zu glauben, dass Gott ihn gern hat. Wir sind Zeugen. Durch uns muss der Glaube und die Liebe Gottes handgreiflich werden. Und dafür danke ich Ihnen allen, wenn Sie dann eure Neugefirmten auch weiter begleitet. Und so wollen wir jetzt alle aufstehen. In einem kurzen Moment von der Stille beten wir nochmal für euren Lebensweg, der vor euch ist. Wir danken Gott, dass ihr als Geschenk in die Welt reingeschenkt sind. Danke allen, die euch begleitet haben. Und vertraue jetzt, dass seine Kraft euch immer treue, gute Wegbegleiter ist. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen, unsere Schwestern und Brüder, in der Taufe von aller Schuld befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. So dürfen Sie das persönlich, die Firmung empfangen. Ihnen dürfen Sie wieder absitzen.
Es nimmt ja nachher die Leute immer Wunder, wenn ich da zu den Jugendlichen noch sage. Das ist halt so, es gibt auch gewisse Sachen, die sehr persönlich sind, wo sie auch selber dann können sagen können. Es hat mir letztens jemand geschrieben, wir müssen mir ein Mikrofon geben, dass man alles hört. Da würde etwas verlieren. Aber der Letzte, den ich jetzt gefirmt habe, war der Tobias. Und dem Tobias habe ich gesagt, kennst du die Geschichte vom Tobias in der Bibel? Und dann hat er natürlich so gemacht, ja, schon mal gehört, oder? Und hat gesagt, die musst du noch mal gut studieren, das ist nämlich ganz wichtig. Der Tobias hat etwas Gutes zu tun. Er ist für seinen Vater Tobit, der fast erblindet ist, Heilmittel suchen. Weiter weg hätte müssen. Und da hat Gott ihm einen Begleiter geschickt, der Erzengel Raphael. Und der Raphael hat ihn zum Heilmittel geführt, aber auch noch eingefädelt, dass er gerade noch eine Frau gefunden hat. Bitte kommt für Mande. Nun mutig. Wir bitten dich, Heiliger Geist, wirke in dieser Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus lehrte uns, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heiliger Geist, wirke in uns, damit wir uns selbst so lieben können, wie wir sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Gedankenlosigkeit und Gier zerstören unsere Lebensgrundlage. Heiliger Geist, wirke in uns, damit wir achtsamer und liebevoller mit unserer Erde umgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Heiliger Geist, wir vertrauen auf dich. Amen. Thank you.
Guter Gott, dein Sohn hat uns in seinem Erlösungswerk den Heiligen Geist geschenkt. Wir bitten dich, nimm die Gebete und die Gaben der Neugefirmten an, denen der Geist das Bild Jesu tiefer eingeprägt hat. Mache sie durch die Teilnahme an dieser heiligen Feier zu treuen Zeugen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn deine Vorsehung waltet über jeder Zeit. In deiner Weisheit und Allmacht führst du das Steuer der Kirche und stärkst sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. In ihm kann sie allezeit auf deine Hilfe vertrauen, in Not und Bedrängnis zu dir rufen und in Tagen der Freude dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel zum Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten, Missionarinnen und Missionaren, mit allen Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke auch jener, die in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser heiligen Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gott, du bist ein Gott der Lebenden. Gedenke all unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie zum ewigen Leben auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Gott, erbarme dich auch über uns hier, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Apostel und Blutzeugen, mit unserem Kirchenpatron, dem heiligen Johannes dem Täufer, dem heiligen Erzengel Michael, mit unserem Landes- und Friedenspatron, dem heiligen Bruder Klaus, denken auch in Dankbarkeit an seine Frau Dorothee, mit den Namensheiligen und Namenspatronen unserer Firmandinnen und Firmanden und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Die Apostel sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, lehre uns beten. Sie haben gespürt, dass er mit Gott in einer ganz engen, tiefen Beziehung ist. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Franz von Assisi, in dem der Geist Gottes ist im Wirken ganz besonders sichtbar wird. Er ist vom reichen Kaufmannssohn zum Franziskus geworden, der sich ganz für die Armen verschenkt hat und eingesetzt hat. Er hat im Laufe des Tages immer wieder ein kurzes Gebet gesprochen, um sich mit Gott zu verbinden. Da hat geheißen, Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Gleich auch Vergaben, dass wir haben. Wir dürfen an dem Plan Gottes mitschaffen, wo für alle Menschen Gerechtigkeit und Frieden hat wollen. Und wir, jedes von uns, ist ein einzigartiges Werkzeug in seinem Dienst. Und so wünsche ich euch allen von Herzen, dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen.
und mit deinem Geiste. Schenken wir einander den Friedensgruß. Jesus wollte ein bleibendes Zeichen von seiner Gegenwart setzen, von seinem sich verschenken, von seiner Liebe. Und sie haben ihn nach dem letzten Abendmahl noch nicht erkannt, was er damit sagen will. Erst nach Ostern haben sie ihn erkannt, als er ihnen das Brot gebrochen hat. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. So seht und erkennt im gebrochenen Brot Christus, der uns einlädt an seinen Tisch. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin das Brot des Lebens, spricht er, wer von diesem Brot isst, wird leben, auch wenn er dieser Welt stirbt. Thank you.
Gott, meine Hände sollen deine Hände sein, mit denen du anderen hilfst. Meine Füße sollen deine Füße sein, mit denen du zu anderen unterwegs bist. Meine Augen sollen deine Augen sein, mit denen du den anderen ansiehst. Mein Mund soll dein Mund sein, mit dem du zu anderen sprichst. Mein Herz soll dein Herz sein, mit dem du den anderen liebst. Schenk uns dazu immer neu deinen Heiligen Geist. Amen. Also, ich mache es ganz kurz. Wir sammeln Kollekte diesmal für Schlupfhus oder die Notunterkunft für Kinder, wo es daheim einfach nicht mehr aushalten und irgendwo ein sicherer Platz brauchen. Ich würde mich über eine große Spende für das Schlupfhus freuen. War ich wild. Und dann geht natürlich, darf ich jetzt, habe ich die Ehre, Danke sagen. Danke euch für Mande. Ich habe eine mega lustige Zeit mit euch erleben dürfen, besonders in München. Es war aber wieder eine große Ehre, so eine schöne Gruppe begleiten zu dürfen. Danke an die Firmenpate, dass sie sich dafür bereit erklärt haben, das Amt zu übernehmen. Ein Dank geht auch an unsere Ministranten, an Alisa und Alexa Esslinger und an Chiara und Miriam Benziger. Das ist immer schön, wenn wir junge Leute haben, die ministrieren möchten. Ein Dank geht auch an unsere Mesmer, an Andrea und Peter, damit alles so schön aussieht, der Raum auf ist, dass Technik funktioniert. Nichts ging ohne die beiden. Ein Dank geht auch jetzt ans Apero-Team und an unsere Firmenleiter, die draußen sind am Helfen. Große werden jetzt nachher mit einem Apero begrüßt. Und ein ganz großer Dank geht natürlich auch an den Albert, der mich immer begleitet, Albert Wicki und jetzt Kunz. Ein großer Dank geht an Alexandra Frey, die Musik studiert hat mit unserer Firmante. Darfst du gerade mal aufstehen, Alexandra? Dann... Ein großer Dank geht an Katja Hutter, die mitgeholfen hat mit ihrer tollen Stimme. An der André Bürler am Hackbrett. Rahel Osterwald am Hackbrett. Sarah Osterwald am Hackbrett. Dann ein Dank an Annik Düring am Cello und ihr Onkel, weiß nicht, wie er heißt. Habe ich den noch aufgeschrieben? Habe ich irgendjemand vergessen? Nein? Habe ich was vergessen? Soll er sich jetzt melden? Nein? Ah, du bist so. Was ist da? Dreifaltigkeit. Und alle guten Dinge sind drei.
ist der Geist. Das ist, wenn du mal den Spiritus Sanctus hast, dann gibt es auch einen profanen Spiritus Sanctus. Also, danke vielmals, herzlichen Dank. Ja, ich glaube, einer haben wir auch noch nicht geklatscht, das ist Barbara selber. Sich selber kann sie ja nicht Danke sagen, aber sie macht das immer so liebevoll und super mit den Jungen. Sie kann die jungen Menschen gut motivieren. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Dir, Barbara, ganz ein großer Applaus. Ich hätte für dich jetzt kein Sentismal da, darfst aber hin ein bisschen Weihwasser nehmen, dann hast du auch wieder neu den Taufgeist in dir. Wenn ihr Lust habt zu mitsingen, dann habt ihr keinen Zwang an. Macht mit. Let's go.
Das Drehbuch nicht so genau studiert. Ist schon gut. Der Segen geht durch sie durch. Ja. Ich möchte aber am Schluss doch auch herzlich Danke sagen allen, die hier mitgewirkt haben, daheim im Hintergrund, in der Familie, im Freundeskreis und so weiter, dass für die jungen Menschen der Tag ein Fest wird. Das ist für sie ganz wichtig, denn Chile ist etwas, wo wir uns freuen am Leben. Und ich glaube, wir haben heute Freude, dass die jungen Menschen so frisch und froh sich auf den Weg machen. Auch in der Kirche. Die Kirche braucht euch ganz fest. Ihr seid Kirche jetzt. Und wir brauchen euch, dass die Kirche sich auch für die heutige Zeit erneuern kann. Ich möchte allen danken, die sich einsetzen für die Gemeinschaft in der Kirche, die immer wieder mittragen an den grossen Projekten, die wir haben. Nicht nur finanziell, sondern auch durch ihre Tatkraft und durch das Positive mitgehen und durch den Einsatz in Räte, Kommissionen und in Verwaltungen, die es braucht, dass eine menschliche Gemeinschaft existieren kann. Also allen ganzen herzlichen Dank. Und jetzt freuen wir uns auf der Apero und bitte Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr segne euch, eure Familien, alle Menschen, mit denen ihr verbunden seid, ganz besonders die Menschen, die es schwer haben, die trauern, die leiden und die einsamen und kranken Menschen. Er begleite eure Wege und bleibe euch zugewandt. Er, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. So gehen wir im Frieden und in der Freude des Herrn. Dank sei